Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Das lag hauptsächlich daran, dass ich krank war. Und das jetzt einfach auch Dings Hauptzeit für Arbeiten in der Schule sind. Deswegen habe ich mich nicht die letzten 2 Wochen nicht gemeldet. Aber jetzt kommen wieder mehr Videos. Was das Internet angeht, da gibt es leider immer noch keine Updates. Aber jetzt geht es auf jeden Fall erstmal wieder in die Zombie-Apokalypse hier draußen, in State of Decay. Mal schauen, ob wir überleben. So. Dann wollen wir mal erstmal... Ja, wir haben jetzt gerade eine Mission bekommen. Das habt ihr nicht gesehen. Also, nicht gehört. Ich habe derzeit noch nicht die Aufnahmetaste gedrückt gehabt. Hatte die Datei geladen und, die Lilly Ritter hier hat uns gesagt, dass der Arzt, dieser Doc, in der Stadt ist. Und den müssen wir jetzt abholen. Was heißt in der Stadt? Etwas weit entfernt. Du Schande, wie viele Infektionsherde haben wir hier? Die müssen wir bei Gelegenheit mal entfernen. Egal, wir holen jetzt erstmal Doc Hansons, damit unser Freund Ed, der jetzt schon öfters mal wieder auf den Beinen war, gesund wird. Das haben wir alles dabei. Kaliber 22 mit ausreichend Munition. Wieso haben wir einen zweiten Rucksack dabei? Erstmal hier alles. Was zum Henker? So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Anything you want to tell me? Yeah, I guess it's time. Your dad, he didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Ja, aber die Geschichte mit ihrem Vater, die wurden ja angegriffen von ein paar Zombies und sind gestorben. Was nehmen wir mit? Nehmen die Böller mit. Und etwas Medizin zum Notfall. So, das dürfte reichen. Attention, all civilians currently squatting in this godforsaken valley. This is the army. And since you apparently can't figure it out for yourself, we are better armed, armored and equipped than a bunch of drunk hillbillies with hunting rifles. So don't go thinking you can force us to take you. Take the road southeast out of town a little ways. You'll see a dirt path on the left. Follow that all the way to the Barrett place. You can't miss it. Word of warning about the Wilkersons, though. Now, I'm not saying they've ever murdered anyone in cold blood, but you might want to be on your best behavior with them. That's all. Probably a good thing I didn't bring Ed then. Was zum... Ich wollte jetzt von der Armee hören. Super. Anything I need to worry about with this doctor? No, Doc's good people. He can be a little crusty sometimes, though. Crusty? Everybody'd love to have Doc as a full-time resident. But he's refused all of us. He says it would impede his ability to look after all his patients. Nobody's had the guts to push the issue yet. Sounds like a real old-time country doctor. Takes house calls and everything. Oh, ich hoffe, ich fahre jetzt hier den richtigen Weg. Aber ich denke schon, dass das passen müsste. Wenn ich fahre, mir einfach ein bisschen durch die Gegend. Muss ich hier hoch? Oder muss ich noch weiter auf die Map schauen? Oh, ich muss noch etwas weiter. Oder? Wo bin ich? Oh, ich bin schon viel zu weit gefahren.
Darf wieder zurück. Hier auch? Nein, Moment. Ich markiere es mir hier. Muss ich nicht an deine auf die Map schauen. So. Nach unserer kleinen Spritztour. Geht's jetzt endlich weiter. So, hier muss ich hoch. Jetzt hier den kleinen Feldweg entlang fahren. Mal schauen, was uns erwartet. Bestimmt wieder irgendwas Überraschendes. Wahrscheinlich wieder Zombies. Moment, bin ich jetzt schon wieder vorbeigefahren? Nein, so. Nochmal hier auf die Map markieren. Einfach weiter Straße folgen. Wir müssen das Auto schon wieder reparieren. Ja. Da wollte ich eigentlich nicht parken. Where's Doc Hansen? We need to get going. Doc says Eli ain't good to move. So we ain't moving. I don't know if you noticed, but there's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Fine, you hold his hand. I'm gonna go check on Eli. Now it's your call whether you want to help or be a pain in my ass, because I'd be more than happy to nail you to a tree and use you as bait. Sehr freundlich. Let's get to work. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht. Zum Glück habe ich Medizin dabei. When they come, there's gonna be a lot of them. We need to set up the fences where we can, all right? Let's start by boarding up these here windows. There should be some scrap lumber in there that'll serve. Ach, okay. Erstmal hier ein bisschen rumhämmern. Fenster vernageln. This is where we gotta hold them. I guarantee you we don't want this thing turning into a room-to-room fight. Zombies ain't smart, they never quit. They'll find their way in here if there's an opening. If you give enough time, they'll make one. Doc's upstairs looking after my little brother. Don't interrupt him. And don't you dare let any zombies get up them stairs. Here, take this. When we make our moonshine strong, should make decent enough firebombs. Yep, they're coming. It looks like we got a few minutes, though. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte eine zweite Nahkampfwaffe mitnehmen sollen. If you need something with a little bit more boom, put a round through one of those bad boys. Just don't be too close when you do. Coming up the road now. Better get ready. Lock and load, boys. Company's here. Kommt. Okay. Tür zu. Und vernageln. Also das kann ich so den ganzen Tag machen. Ach so, und sie nur die Bretter kaputt machen hier. Und bam! 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 Bye bye Zombie! Ach du! Ah.
Vernageln, vernageln, definitiv vernageln. Okay, wie töte ich jetzt diesen Fettwanz? Kann ich dafür... Oh, super. Jetzt habe ich natürlich Verbündeten in Brand gesetzt. Es war aus Versehen. Das kann doch schon mal im Eifer des Gefechts passieren. Wie soll ich denn sonst diesen Fettwanz töten hier, bitteschön? Hallo? Au! Au! Lad nach. Lad definitiv nach. Oh! Ah! Was sind das für eklige... Na, da, da, links! Und Schlag und... Ja, greif halt alle mich an! Ich brauch Protein! Nachladen. Ja, den Fettsack getötet. Oh, falsche Taste. Ich werde etwas Medizin brauchen, die ihr nicht habt, supi. Oder doch? Nein. Erstmal die Tür schließen. Ja, ist schon klar, dass mein Vertrauen gesunken ist. Sie oben links. Wenn ich einen Molotow-Cocktail auf die werfe, wundert mich das nicht. Aber es war ja aus Versehen, also es war nicht meine Schuld. Ich kann auch nichts dafür, wenn er in meinem Feuer steht. Zombie-Horde alarmiert. Ja, okay, halt. Oh. Und dann bleibst du bitte draußen. Ich kümmere mich hier so lange. Oh oh. Jetzt habe ich das Bett kaputt geschossen. Bist du schon tot? Es scheint so. Und rein in den Spaß. Und Finch. Und so, den noch. Den Fettmanns hier. Was? Da ist noch einer. Und dann noch einer. Oh, ich brauche mehr Ausdauer. Aber erstmal. Ah, geh weg! Nein! Konnte ihn nehmen. Na komm jetzt, Lady. Oh Gott. Well, that just about ought to do it. Eat that, you fucking piece of shit. We should check on Eli. Sieh nach Eli. Doc, what's the good word? I'm sorry, son. I did all I could. Oh hell. God damn it! How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless... No. No way! We are gonna bury Eli. Proper. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. What we're talking about here is a kindness. I'll do it. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Better do it quick then, before it starts to move. Okay, jetzt müssen wir den Typen hier aufhalten. Bevor er mutiert.
Du hast meine Machete kaputt gemacht. Oh Gott. Das ist dem seine Schuld. Neuer Zombie-Typ, Riesenbastard. Eli ist tot. Help you with something? Nein, nein. Ich gehe dann mal wieder hier. Ich habe gerade meinem Bruder den Kopf abgeschlagen und lass ihn jetzt einfach liegen. Also, man sieht sich. Tschüss. Wo ist der Doktor? Ich denke, ich nehme mir noch ein paar Molotovs mit. Ein bisschen Munition wäre auch nicht schlecht. So. Nachladen. Wo ist der Doktor? Doc? Help you with something? Ist das schon in meinem Auto? Oh, da. Nein. Hä? Wer ist das hier? Habe ich jetzt die Mission erledigt und der Doc ist hier? Ich verstehe gerade nur gar nichts mehr. Doc! Help you with something? Ja, ich wüsste gern, wo der Onkel Doktor wäre. Schmeckt? Mensch, die Leute sind hier doch alle krank. Naja, dann fahre ich mal wieder los. Wenn der Doktor hier nicht mehr ist. Und hier ist aber auch viel an Zombies unterwegs. Na komm her. Einen Schritt schneller, wenn's geht. Ist das Vieh jetzt tot? Ja, ist ja schön. Ich hab das Gefühl, das Auto überlebt nicht mehr lange. Okay. Auf geht's zurück. Zur Base. Mal schauen, ob da jetzt alles in Ordnung ist. Beziehungsweise ob der Doktor jetzt wieder da ist. Weil ich konnte den jetzt nirgends finden. Oder ich habe ihn einfach nur übersehen. Mal schauen, wie es aussieht. Erstmal fahre ich hier voll stark gegen die Wand. Das war natürlich alles geplant. Zombie-Horde verscheucht. Knapp. Okay, mit meiner Fahrweise schrotte ich das Auto noch mehr. Wir haben kaum noch was zu essen. Ach, wirklich? So, ist der Doc jetzt wenigstens da? Moral ist... What the fuck? Was ist mit der Moral passiert? How is he? The fever's lower than it was, but it still hasn't broken. Hey, did you ever look at the ceiling of this tent? It's all... I'm the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have an effect. Let me take a look. Got him on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. Now I'll keep an eye on him till the fever breaks, but I think your friend is gonna make it. Thanks, Doc. Thank a man for doing his job, and
just go to his head. Do I get a lollipop now? Some weird rumors have been going around on the radio. People getting beat up, robbed, stuff like that. Any idea who's behind it? I don't know. Could be the old lady that volunteers at the cat rescue. Or, ooh, the Meals on Wheels guy. He's got a van and everything. Or, and this is totally speculation here, it could be the known felons who live just outside of town. Yeah. It might be time I had a little talk with the Wilkersons. You might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I'd hate to think how he'd respond to an accusation like that. Okay, auf jeden Fall, erstmal hier ein paar Sachen in unseren Spind und wieder weg, ein paar Sachen wieder wegnehmen, denn ich begebe mich jetzt auf Lebensmittelsuche. Aber das erst in der nächsten Episode von State of Decay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.